Hallo, mein Name ist Juan Pedro González. Ich bin Trainer bei Hella Goodman Solutions und für die technischen Trainings hier im Trainingscenter Breisach zuständig. Heute zeige ich euch eine praktische Übung aus unserem Training Diesel 1 Systeme und Diagnosestrategien. Auf! Und andersrum. Ich habe etwas falsch gemacht, Christian. Ach komm! Bei dem Wagen hier, Opel Insignia, während der Fahrt fällt die Leistung aus. Die Motorlampe geht an und das Fahrzeug fährt im Notlauf. Das Auslesen des Motorsteuergerätes ergab als Fehlercode Druck Zylinder 4, Druck zu niedrig. Ich habe die Möglichkeit, direkt auf dem Schaltplan anzuklicken, von dem Fehlercode aus, direkter Zugriff. Motor auswählen. Vierpolige Glückkerze bis 2010. Und jetzt habe ich hier meinen Schaltplan. Ich kann den Schaltplan mit der Lupe vergrößern. Und jetzt habe ich hier meine Glückkerze. Glückkerze vierter Zylinder. Die drei Kabel von dem Drucksensor, die gehen direkt am Motor steuert, wie wir sehen können. Der vierte Kabel, das wäre die Anstellung von der Glühkerze, geht direkt an Glühzeitsteuergerät. Ich kann feststellen, ob die Glühkerze in Ordnung sind, indem ich den Motor laufen lasse und über Parameter den Maximalverbrennungsdruck prüfe von jedem einzelnen Zylinder. Zuerst Parameter auswählen. Der Megamax baut Kommunikation mit dem Motorsteuergerät. So, Maximalverbrennungsdruck Zylinder 1, 2, 3 und 4 auswählen. Und wir können sehen, dass bei dem vierten Zylinder kein Druck erzeugt wird, im Gegensatz zu allen anderen Zylindern. Das heißt, entweder haben wir tatsächlich keine Kompression, oder die Glühkerze ist defekt. Um die Glühkerze mit dem Oszilloskop zu prüfen, brauche ich die Sollwerte. Dafür schalte ich jetzt den Motor aus. Jetzt gehe ich zurück, schließen und gehe ich in Fahrzeuginformation rein, Bauteile Prüfwerte auswählen, Motor. Vierpolige Glühkerze bis 2010 auswählen. Und hier habe ich meine Sollwerte. Glühkerze vierter Zylinder auswählen. Glühkerze zwischen A19, das heißt, ich kann direkt am Motorsteuer anschließen. A19 und Minusbatterie. Zündung ein, 0 Volt, das wäre die Masse. Zwischen A12 und Minusbatterie Zündung ein, das wäre die Spannungsversorgung, 5 Volt. Zwischen A23 und Minusbatterie Zündung ein, 0,5 bis 0,7 Volt, das wäre das Signal. Jetzt gehe ich raus und gehe in Messtechnik rein. Ich habe die Möglichkeit, sogar zwei Sensoren gleichzeitig zu prüfen. Das heißt, der Drucksensor von der dritten Zylinder und den Drucksensor mit der vierten Zylinder, von der vierten Zylinder. Und dann kann ich beide Drucksensoren vergleichen. Dafür Spannung auswählen, Kanal 1 und Kanal 2. Da der Sensor mit 5 Volt versorgt ist, stelle ich die Spannung von dem Oszilloskop auf 10 Volt. Obere Kanal wäre der dritte Zylinder, das heißt die korrekte, gute Glühkerze und untere Kanal auf 10 Volt auch. Der untere Kanal wäre der vierte Zylinder, das heißt die vermutliche vierte Glühkerze, defekte vierte Glühkerze. Jetzt Messkabel anschließen. Hier habe ich mein Oszilloskopkabel. Schwarze Kabel gehen direkt am Motormaße.
Den blauen Kabel schließe ich an den Drucksensor von der dritten Zylinder. Und den roten Kabel schließe ich direkt an den Drucksensor vierter Zylinder. Unsere Fahrzeuge sind alle mit Parallelleitung ausgestattet, um zu vermeiden, dass die Originalleitung ständig kaputt geht von so viel Messen. Jetzt können wir sehen, bei Zündung 1, Drucksensor, dritter Zylinder wird mit 5 Volt versorgt, ist in Ordnung. Vierter Zylinder, unterer Kanal, wird auch mit 5 Volt versorgt. Jetzt prüfe ich mal die Maße. Die Maße dritter Zylinder liegt an. Maße vierter Zylinder ist auch in Ordnung. Jetzt prüfe ich mal Signale von beiden Sensoren. Obere Kanal, Signal, dritte Glühkerze, Sensor von dritter Glühkerze. Und Signal vom vierten Zylinder wird nicht erzeugt. Wir können sehen, dass der vierte Zylinder kein Signal rausschickt. Jetzt, Motor bitte starten. Wir können sehen, dass die Glühkerze von der dritten Zylinder Signal erzeugt und der Drucksensor von der vierten Zylinder erzeugt kein Signal. Das heißt, der Drucksensor von der vierten Zylinder ist defekt. Wird mit Spannung versorgt, Masse, aber erzeugt kein Signal. Drucksensor vierter Zylinder ist defekt. So, das wäre jetzt die Glühkerze von der vierten Zylinder. An die Glühkerze kommen 4 Kabel. Einmal 12 Volt, getaktet 12 Volt, um die Glühkerze zu glühen zu bringen. Und dann noch 3 zusätzliche Kabel für den Drucksensor. Das heißt, Spannung 5 Volt, Maße und Signal. So, wenn ich jetzt eine neue Glühkerze einbaue, dann muss diese Ansteuerzeit zurückgesetzt werden. Und dafür benötige ich das Diagnosegerät. Das heißt, diese Ansteuerzeit muss zurückgesetzt werden mit dem Megamax. Und das führen wir jetzt durch. Zuerst baue ich die neue Glühkerze ein und dann unter Grundeinstellung setze ich die Zeit zurück. So, die neue Glühkerze wurde eingebaut und jetzt muss die neue Glühkerze angepasst werden. Das heißt, angelernt werden. Dafür gehe ich jetzt in Diagnose, in die Grundeinstellung rein und suche Glühkerze anlernen. Lernwerte Glühkerzen zurücksetzen. Anklicken. Bestätigen. Hier wird beschrieben, wie die Funktion läuft. Einfach mit dem Haken weitermachen. Funktion starten. Ja. Bestätigen. Zündung ausschalten. Weiter bestätigen mit dem Haken. Speicher wird durchgeführt, bitte warten. Zündung einschalten. Mit dem Haken bestätigen. So, die Glühkerze wurde angelernt. Anlernvorgang erfolgreich beendet. Jetzt einfach von der Grundeinstellung zurück. Und schauen wir uns jetzt die Parameter mit laufendem Motor, ob die Werte alle passen, ob bei jedem einzelnen Zylinder Druck aufgebaut wird. Motor starten bitte. Parameter Motor, Motor Diesel. Mit der Play-Taste weitermachen. Maximalverbrennungsdruck auswählen, von jedem einzelnen Zylinder auswählen. Jetzt können wir sehen, dass bei allen Zylindern Druck aufgebaut wird. Und bei dem vierten Zylinder wird auch Druck aufgebaut. Motor aus. Das war nur ein kleines Beispiel vom Film von unserem Training Diesel 1. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst hier ein Like
und abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald, euer Juan.